Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Sky Factory 4. Ihr seht schon im Hintergrund wieder, wir haben die Oberform nochmal komplett umgebaut, um halt eigentlich Essenz zu kriegen, aber es hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass die Kiste voll ist. Oh shit. Die müssen wir natürlich halt aufräumen. Warte mal, damit kann man eigentlich auch noch was machen, ne? Achso, da kann man die Teile herstellen, dann kann man nämlich Fleisch draus machen. Aktuell brauchen wir es nicht. War das mal so? Ne, so. Mann. Mobfarm, die ist sowas von krass voll. Ja, mal Glowstone. Glowstone ist gut. Dann sind die wahrscheinlich auch voll, ne? Ja. Oh Mann. Hat man damit gerechnet? Ich habe war ein bisschen hier drauf gewesen und hab nicht reingeguckt. Oh, Squids. Müssen wir jetzt erstmal Titanium spinnen, lassen wir noch. Eigentlich bräuchten wir ja. Hier ist wieder so eine Kanone, die nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit und ja, lassen wir es. Eigentlich war der Plan jetzt eigentlich gerade was anderes gewesen. Um halt, muss da ein bisschen mehr ausholen, denn der aktuelle Plan gerade ist halt, solche Seeds herzustellen. Und zwar diesen. Halt, um diese Plus-Charts herzustellen, aber dafür brauche ich halt diesen Baum. Und der Baum, dafür brauche ich halt Kobalt, so einen Kobaltbaum und dann, den habe ich schon hergestellt. Aber dafür brauche ich Adite. Und das ist ein bisschen schwieriges Rezept. Kann auch Adite Zeppling halt hier molten Dings reinschmeißen und dann daraus wird dann halt das. Das mache ich dann in die Schmelze, dann brauche ich halt den Nethers da nicht. Und normalerweise ist es halt relativ eigentlich easy, den herzustellen, aber wir sind ja in diesem Precision Mode und ja, lecken. Ich habe mal hier wieder ein minimales Umbau gemacht. Oh. Ich schmelze es erstmal mit Eisen voll. Ist relativ okay. Kann man machen. Ja gut. Glowstone schmeißen wir jetzt mit rein. Die Schmelze werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Da sind die Kisten eigentlich noch voll genug. Also halt Platz. Haben die hier noch Platz? Wir müssen auf jeden Fall noch einige Sachen halt noch machen. Ja, soll ich nicht anklicken. Hier ist noch ein bisschen Platz drin. Da geht es noch. Wir haben noch ein bisschen Platz, ist relativ nicht so schön. Das heißt, wir müssen die nochmal erweitern. Bin schon überlegen, ob ich einfach mal so eine längere Aufnahmesession mache. Und den Kram machen halt, den ich eigentlich die ganze Zeit machen will. Oh, wer ist denn diese komischen Kabel wieder? Einfach Kabel, dann klappt das auch eigentlich. Da sind sie doch. Zack, Import. Auch in das Lila, ne? Zack, so. Bisschen Lagererweiterung. Darf natürlich nicht fehlen. Zack, zack. Und, so. Eine Reihe davor. Dann noch zwei. Und, so. Naja, ein bisschen mehr Platz. Das passt. So, nächste Aufgabe. Aber wir haben die Bäume noch nicht ganz durch. Da gehen wir nochmal kurz ins Questbuch. Da haben wir noch andere lustige Sachen. Zum Beispiel, den könnte man
könnten wir hinkriegen. Das heißt, mit einem Amboss eine Kuh erschlagen und das dann halt, und die dann halt, naja, in ein Glas zu stecken. Das können wir eigentlich mal machen. Was brauchen wir denn da für ein Glas? Mit Glas. Normales Glas plus eine Plank und Milchbucket. Das kriegen wir hin. Oh, 2K Sand. Oh, wir haben noch Sand. Das heißt, wir können welches herstellen. Machen wir ein Stack. Oder wir schlafen. Wird wahrscheinlich noch zwischendurch halt die Mob-Farm nochmal ein bisschen erweitern. Also halt das Zeug, was wir halt erstmal nicht brauchen, erstmal hier in dieser Trash-Can reinschmeißen. Wir brauchen ein Bucket. Da haben wir einen. Können eigentlich das Ding gleich mal einsperren. Ey. Tja, du arme Kuh. So, die Kuh wird jetzt da kommt jetzt später halt ein Amboss runter. Und ich zapf ich einmal ab. Oh, fehlt noch. Zack. Ah, ne. Ah, warte mal. Ich muss die Kuh versuchen, irgendwie noch einen nach oben zu kriegen. Aber mal diese Leine. Wir haben doch eigentlich Schleimbälle, oder? Wir haben ja einen Schleimbaum. Da könnten wir doch eigentlich so eine Leine machen. Das müsste normal das Standard-Minecraft sein. Hier, Lasso. Ey, cool, das ist aber ganz gefährlich, was du da treibst. Komm, runter mit dir. Das ist kein Spielplatz hier. Nix da. Ich lasse ja wieder euren Freund raus. Ich will ihn nur kurz mal einsperren. Nimm mal dich mit. Komm. So. Ja, gut, lass mal kurz angeleint. Komm. Nein. Es ist. Die muss da rein. Komm. Komm, geh noch ein Stückchen weiter rein. Nein! Runter mit dir! Schon. So. Na gut. Aber den kann man wieder erstmal loslassen. Erstmal mal kurz den Amboss und dann hätten wir das auch. Dafür brauchen wir. Müssen. Haben wir nicht eigentlich einen? Ne, haben wir nicht. Na Gott, das sind vier. Okay, dann waren es doch nicht vier. Oder war das so? Ne.
Mit den Amboss machen wir es einfach geil. Relativ simpel. Die Kuh mich jetzt verarschen? Wir brauchen kurz Feed. Komm, 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 komm. Komm jetzt ran. Plops. Da ist sie. Da ist die berühmte Kuh und die produziert jetzt Milch. Das heißt, ihr bräuchtet nicht mehr zu den Kühen hin und ja. Da-dam. Da haben wir die gute Kuh. Ist natürlich freiwillige Basis von der Kuh aus. Müssen wir dazu mal ja mal erwähnen. Das ist alles freiwilliger Basis, was die Kuh machen will. So, und die produziert jetzt einfach Milch. Später kann man nur einfach rechtsklick, wenn wir die Milch brauchen. Und ja. Wie sieht es hier aus? Die Smetry hat erstmal zu tun. Wir haben noch jede Menge anderen Kram, den man halt umwandeln können. Damit das kommt ja noch alles. Wir brauchen halt noch die andere Sache. Schauen wir mal hier hin, dass die Kuh auch denkt, dass wir es geschafft haben. Sapling. Glowstone Sapling. Den wollen wir jetzt erstmal. Dafür brauchen wir Blaze Powder. Dafür brauchen wir Quarz. Wahrscheinlich müssen wir erst den anderen craften. Netherrack. Haben wir Netherrack? Ich glaube ja, Chris hat welchen gemacht. Ah nee, wir haben ja Netherrack Sapling und daraus haben wir schon Quarz. Heißt, die könnten theoretisch den Quarz auch so herstellen. Und zwar den. Ja. Und dafür brauche ich einen Emerald. Den Emeralde, den brauche ich dann. Ach ja, den wollte ich ja. Dafür brauchen wir Tin. Und Nickel. Haben wir Tin. Tinbaumhammer. Haben wir Nickel. Nickel ist schlecht. Nickel können wir aber, glaube ich, herstellen. Meinte ich, glaube. Okay. Iron Sackling, Bolton Nickel. Nickel Blend da. Ich meine, das können wir halt noch irgendwie. Fertilizer? Da fehlt der Fertilizer sogar. Nickel. Da. Nee, kann man das irgendwie noch anders? Kakao. Kakao wäre nicht schlecht. Wenn wir aus Kakao gewinnen können. Ah, da brauchen wir die Natursapling, Naturseeds 1. Könnte man machen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel diese Naturseeds machen und daraus könnten wir halt den ganzen Kram machen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich werde das ein paar Folgen jetzt aufnehmen, immer wieder. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir haben die Kuh erfolgreich eingesperrt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.